Guten Tag, lieber Ableton-User. Mein Name ist Marcel Baer und ich heiße dich herzlich willkommen zum vierten Teil meines Tutorials, wie produziere ich Psytrance in 432 Hertz. Okay, wir haben hier schon mal in der Clip-View haben wir hier ein paar Clips. Wir haben hier Kick und Bass eine Spur, das ist eine Gruppe, und wir haben hier Perkussion mal eine Gruppe. Und hier haben wir noch einmal den Drift als Synth-Lead-Synth. Okay, lassen das mal laufen. Das ist jetzt der Drift und dann haben wir hier haben wir Kick und Bass. Und hier die Perkussion. Soweit haben wir das. Jetzt möchte ich mal als allererstes noch den Drift Sound, den hier ein bisschen interessanter gestalten, den Sound hier. Der ist zwar schon sehr witzig und ich kann da auch noch das Tiefpassfilter bewegen. Ja, das ist schon sehr witzig, aber ich möchte den noch ein bisschen weiter modulieren. Darum gehe ich hier mal in die Audio-Effekte und hier nehme ich mir für den Pitch Modulation nehme ich mir den Fraser Flanger und setze den hier mal rein. Okay, dann hier gehe ich von den Hertz gehe ich zurück. Dann können wir hier mal schauen. So, hier bei den Hertz, da gehe ich auf die Hertz, da kann ich hier die Geschwindigkeit manuell beeinflussen. Amount ist gut, Feedback gehe ich noch rauf. Und jetzt hören wir uns das mal an. Aber gerade eine Idee bekommen. Jetzt mache ich das so, ich gehe hier nochmal in meine MIDI-Modulation rein. Hier der Drift und dann schaue ich hier mal, da habe ich das Low-Pass-Filter, das klicke ich an und löse diese. Dann ist das normal, aber dafür mache ich hier die Frequenz. Die route ich jetzt hier mir auf den Knopf, den obersten da in dieser Dreierreihe. So, jetzt wollen wir uns das mal anschauen, wie das funktioniert. Ich gehe hier wieder aus dem MIDI-Mode raus. Okay, und jetzt kann ich diesen Frequenzparameter hier steuern mit dem Knopf. Spielen wir das mal. Klingt schon mal sehr gut. Ich mache hier den Drift noch ein bisschen leiser mal. Okay, jetzt als nächstes gehen wir hier wieder in die Perkussionen und machen uns noch irgendwie eine Perkussion 2. Das heißt, ich erzeuge hier noch mal eine MIDI-Spur. Okay, die ist jetzt hier in dieser Perkussionsgruppe drin. Und da mache ich hier mal MIDI-Clip und ich nehme mir hier mal die C3, ich verwende hier dann einen Simpler, da habe ich die Originaltonhöhe. Okay, und dann mache ich den hier bei der Length, hier auf dieser Seite, mache ich den mal 3/16. Und das gibt jetzt so eine rhythmische Synkope, also der Schlag kommt nur 1,
2, 3, 1, 2, 3, aber das andere ist ein Viervierteltakt. Genau, das können wir dann laufen lassen. Dazu brauchen wir aber noch irgendein Instrument und da nehme ich einfach ein Sample und zwar gehe ich hier in meine Samples rein. Ich habe hier von Futurephonic ein paar Samples mal gekauft. Das sind so Claps und solche Sachen. Ich nehme hier mal ein Clap-Sample und dann kann ich das einfach in die MIDI-Spur schmeißen. Dann siehst du hier das Clap-Sample und wir können das mal laufen lassen. Ist noch sehr laut. Nehmen wir auch das Filter, den Tiefpassfilter, den Hochpassfilter. So, und wenn wir jetzt das mit dem Rest zusammen uns anhören. Was wir jetzt hier noch machen können, ist mal, dass wir hier mit der Velocity, der Anschlagstärke, eine Range einstellen, dass das nicht immer gleich laut klingt. Dann hat das schon ein bisschen Abwechslung, wenn man das jetzt so hört. Dass das nicht immer gleich laut. Dann machen wir den Spread noch ein bisschen auf, dann wandert das ein bisschen im Stereo-Panorama hin und her. Und wir können natürlich hier noch einen Filter, können wir noch eine Random-Wellenform nehmen und wir stellen hier mal die 16 ein. Auf ein 16 Random-Wellenform und wir modulieren hier das Filter mit der Random Wellenform. Ein bisschen Filter drauf, ist das Ganze ein bisschen leiser noch. Trotzdem Filterfrequenz noch ein bisschen rein. Okay. Gut. So. Okay, das können wir mal so lassen. Jetzt, das würde ich auch über MIDI, weiß ich das hier mit, würde mit MIDI Learn, weiß ich das hier dem nächsten Button zu. Das ist der. Da sieht man es. Ne. Das ist dieser hier. Okay. Kann ich den auch muten und einstellen, so wie ich will, über mein Launch Control. Sehr schön. Und da wir dabei sind, machen wir doch vielleicht noch eine. Das heißt, wir machen hier wieder erzeugen, eine MIDI-Spur erzeugen. Okay. Dann möchte ich eine Hi-Hat, dann nehme ich hier die gleich raus. Hier habe ich Hi-Hat. Crash machen wir hier irgend so ein Shaker. Shaker wäre vielleicht toll. Tambourin, Shaker. Ja, das geht doch. In den Shaker schmeiß den hier rein und habe hier den Simpler. Okay, das ist gut. Und jetzt mache ich hier oben wieder einen Clip und gehe hier auf C3. Das ist hier mein Shaker Sound. Und jetzt gehe ich aber hier unten, gehe ich jetzt nur auf 1, dann ist das eine 16 Hi-Hat. Und mache aber hier auch wieder die Velocity Range ein bisschen, dass das nicht immer gleich laut klingt. Okay, machen wir das mal.
hier unser Shaker. Ah, das sind zwei, wir waren hier nur ab. So. Jetzt hier unten habe ich den 16. Shaker. Wir haben den schon ein bisschen in der Lautstärke. Wir könnten ihm auch noch Chance geben, dass er nicht immer kommt. Wir machen noch was ganz anderes, wir lassen den oben. Aber jetzt gehen wir hier und machen hier noch 32. Wir sind hier auf 16. Raster, 32. Raster. Nehmen den zurück. So, dann hier machen wir auch. Die Velocity runter und dann hier die Chance. So. Jetzt haben wir hier 16. 32. Shaker, der ist sehr schnell. Hier nehmen wir auch einen Filter, ich nehme wieder das Hochpass. Im Filtermode ein, den MS2, der ist gut für Perkussionen. Bisschen Filter drauf. Jetzt hören wir das uns mal mit dem Rest an, wie das klingt. Auch wieder via MIDI. MIDI Learn programmiere ich mir den auf den nächsten Button meines Controllers. Den Mute hier und die habe ich jetzt alle hier auf meinem Controller drauf. Ich muss mal hier das wieder ranziehen. Hier siehst du, sind die vier Perkussionen und die kann ich jetzt auch, wenn ich will, dann kann ich die dann muten oder entmuten oder wie ich will. Okay, das ist schon mal sehr gut, da kann man schon damit jammen, da haben wir ein bisschen mehr Perkussion. Und jetzt wäre es sicher noch cool, mal noch einen zweiten Synth hinzumachen. Schauen wir mal, machen wir mal wieder erzeugen eine MIDI-Spur. Gut. Okay, das ist mal sehr gut. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir noch machen wollen. Okay, also gut, als nächstes nehmen wir hier dann einen Synth, den habe ich mir hier mal, jetzt schauen, ob ich den habe ich gerade bei dem Mix, genau, da gehen wir hier die Trip Machines, die sind von Futurephonic, die sind sehr zu empfehlen, und mit denen, da haben wir Trip Machines, da haben wir verschiedene Sachen. Ich möchte so ein FM Leads, ein bisschen etwas Rockiges. Und hier haben wir den Rockstar. Den nehme ich jetzt. Und den lade ich mir hier rein. So, genau. Okay, jetzt habe ich hier den Rockstar. Und damit ich den jetzt hier auf meine 432 Hertz bringe, mache ich hier den Chain auf, das ist einfach so das ganze das Instrumentenrack, aber hier habe ich den Chain und hier habe ich den Wavetable. Aha,
Stimmt was wieder nicht? Lass ich schnell schauen. Dem Sample. So. Okay. Jetzt hier habe ich den Wavetable und hier gehe ich jetzt auf die minus 32 Cent und schon ist er auf 432 Hertz gestummen. Okay. Und jetzt machen wir das so, dass ich das hier mal spielen möchte mit meinem MIDI-Controller hier, mit dem Shoeboard. Das heißt, bei den Ins hier kann ich das lassen oder ich wähle das Shoeboard aus. Ah nein, das ist nicht hier. Hier ist No Input, aber hier sind Schuhe. Genau. Okay, und dann kann ich hier auf In und jetzt kann ich den hier spielen. So, das ist der Rockstar. Hier stimmt irgendetwas nicht. Gell? So, okay. So, genau. Also, jetzt kann ich den hier spielen. Und jetzt möchte ich das aber, weil ja das ein MP-Instrument ist, möchte ich diese Cutoffs, also ich stelle mir den hier auch noch ein. Mache das so, hier auf 24 auch, MS2, mit dem gehe ich rauf. Dem auch, so, und mit dem auch. Und den löse ich jetzt hier von dem Makro, also Zuweisung zu Cutoff aufheben. Jetzt habe ich da die Cutoffs. Und jetzt gehe ich hier auf MPE. Und ich möchte mit dem Slide, also wenn ich hier mit dem Finger so rauf fahre, sieht man das noch hier, dass dann diese Filter sich bewegen. Jetzt gehen wir mit dem mal ein bisschen runter zuerst. Das ist nicht schlecht. Jetzt kann ich hier einfach das Filter 1 anwählen. So, gehe hier rauf. Und das Filter 2 wähle ich auch an und gehe auch rauf. Super, das war sehr gut. So, Delay und Reverb, das löse ich hier gleich raus. Und jetzt nehme ich hier für mich nehme ich noch den Audio-Effekt, dann nehme ich meinen eigenen Echo-Effekt dahinter und hier noch ein Autofilter rein. Hören wir uns das mal mit dem Rest an. Das klingt. Sehr gut, dann möchte ich das aufnehmen. Das mache ich jetzt so. Hier mache ich mal Record. Das ist scharf geschaltet. Und dann nehmen wir das Ganze mal auf.
Filtern und jetzt nehme ich hier das, nehme ich mir den Autofilter und mache das auch wieder über MIDI, route ich das meinem nächsten Controller zu. Das heißt, hier unten, diesem, den habe ich, dann route ich das dem zu, und zwar eben die Filterfrequenz hier, dann wähle ich die Filterfrequenz an, bewege hier den Regler und schon ist das zugeordnet. Und für das Feedback hier nehme ich auch wieder, dann nehme ich den Regler, eins oben, die mache ich immer genau gleich, die zwei. Und hier ist da die Geschwindigkeit des Feedbacks. Wenn man so war Effekte live performen, dann müssen wir beide dem zuordnen, das ist gut. Den obersten lassen wir mal noch frei, für wenn wir noch einen Special Effekt hätten. Für diesen. Okay, das ist mal sehr gut. Da kann ich hier wieder aus dem MIDI raus. Und jetzt kann ich das hier eigentlich mal so performen, wenn ich möchte. Ja? Das heißt, wir fangen hier irgendwie mit dem an und so und dann. So, das war der vierte Teil meines Tutorials. Wir kommen der Sache schon ein bisschen näher. Wir können jetzt auch einfach den ganzen Launch Control noch mit mehreren Sachen füllen. Okay, was wir jetzt hier noch machen, ist, dass wir hier, nehmen wir hier diese zwei, den Drift und mit Shift und Rockstar und machen die zu Spuren gruppieren, dass wir hier wieder eine Gruppe haben. Und in dieser Gruppe machen wir auf jeden Fall noch, hier in den Audio-Effekten sind wir, in EQ8 rein. Können wir hier ein bisschen Low-Cut filtern, wir können hier noch ein bisschen boosten, hier nicht zu viel und vielleicht hier noch ein bisschen. So, und dann nehmen wir aber noch, was nehmen wir noch rein? Saturator, nein, wir nehmen noch einen Glue rein, genau. Ein Glue-Kompressor und da machen wir hier den Soft-Clip an, dass das sicher nicht übersteuert. Aber hier gehen wir noch auf den Sidechain und beim Sidechain nehmen wir die Kick und Bass. So, dann müssen wir hier den Threshold ein bisschen runter und jetzt, wenn Kick und Bass kommen, wird das ein bisschen geduckt. Ich spiele das uns mal noch schnell vor. Thank you.
Ja, sehr schön. Also, jetzt haben wir hier die drei Gruppen und wir arbeiten dann damit weiter, das nächste Mal. Also, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen gefallen und du konntest was mitnehmen. Hab Freude an der Musik. Ciao.